der Ihsan. Allah Ta'ala sagt ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith, als er über den Ihsan gefragt worden ist, das Guttun, an ta'budallaha ka'annaka tarah, das ist Stufe 1, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Er hat hier zwei Stufen der Ubudiyya genannt. Zwei Stufen der Al-Ubudiyya. Die erste ist die höhere. Die höhere Form der Anbetung. Und zwar das, was man Maqam al-Mushahada nennt. Maqam al-Mushahada. Der Maqam, die Stellung der Al-Mushahada ist das Sehen, das Blicken. Jemand, der Allah Ta'ala so anbetet, als ob er ihn sehen würde. Sehen mit dem geistigen Auge. Ja, und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Laysa al-mukhbaru kal-mu'ayin. Jemand, dem etwas berichtet wird, ist nicht wie jemand, der etwas mit seinem Auge sieht. Das habe ich euch gestern ein Beispiel erklärt. Ne? Erinnert euch nochmal zur Erinnerung. Jemand erzählt dir, dass Fulan gestorben ist. Und er kommt zu dir, eine Person, aber sie ist vertrauenswürdig, du glaubst ihr. Diese Aussage von ihm, dass er gestorben ist, schafft in dir eine Form von Überzeugung. Dann kommt eine zweite Person, die erzählt dir das Gleiche. Nehmen wir mal an, die Überzeugung beginnt bei 1% und endet bei 100%. Mit der zweiten Aussage hast du 40% an Überzeugung geschafft. Stell dir vor, jetzt gehst du dorthin und siehst das mit deinem Auge. Du siehst ihn tatsächlich mit deinem eigenen Auge, dass er gestorben ist. Ist das die gleiche Überzeugung? Das ist niemals die gleiche Überzeugung. Hier ist jetzt die Überzeugung 100% erfüllt. Und genauso jemand, der Allah Ta'ala anbetet, als ob er ihn sieht. Das ist eine ganz andere Welt, wie jemand, der Allah Ta'ala anbetet, nicht aus diesem Aspekt, sondern aus dem Aspekt, dass Allah Ta'ala ihn sieht, nicht er, also er der Diener, Allah Ta'ala sieht. Das sind zwei verschiedene Welten. Deswegen sagte eine der Arifat, eine Asketin, sie sagte, man abad Allah ala al-Mushahada, فهو عارف فهو العارف. Wer Allah Ta'ala im Sinne der Mushahada anbetet, also mit seinem geistigen Auge, für ihn ist der Ghaib wie etwas Sichtbares, für ihn ist all das, was für andere Ghaib ist, etwas Wahrnehmbares, was er fühlt und sieht mit seinem geistigen Auge. Sie sagen, der ist der Arif, das ist der Kenner. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عَلَىٰ اِطِّلَاعِهِ هُوَ فَهُوَ الْمُخْلِصِ. Wer aber Allah Ta'ala anbetet, jetzt aus der anderen Warte, aus einer anderen Perspektive, also aus der Perspektive, dass er weiß, dass Allah Ta'ala ihn sieht, also er beachtet das, er beachtet Allah, der ist der Mukhlis. Denn dieses Gefühl, das sich vor Augen zu führen, fördert ein Schamgefühl. Ein Schamgefühl gegenüber Allah Ta'ala. Deswegen sagten einige der Salaf, sie sagten, Khafillah ala qadri qudratihi alaik wa ala qadri qurbihi mink. Deine Angst vor Allah, wie soll sie sein? Er sagte, deine Angst vor Allah soll entsprechend der Macht Allahs über dich sein und entsprechend seiner Nähe zu dir. Das ist der Al-Ihsan. Oder der Ihsan ist auch die Aussage eines anderen. Er sagte, La taj'alillah ahwana an-nadhirayni ilayk. La taj'alillah ahwana an-nadhirayni ilayk. Du sollst Allah Ta'ala nicht zu dem geringeren Beobachter machen. Was heißt das? Er soll nicht der geringere Beobachter sein. Das ist der Ihsan. Dass du das auslebst, das ist der Ihsan. Was bedeutet das? Yani, in Anwesenheit von Menschen unterlässt du gewisse Handlungen. Warum?
weil ihre Augen dich beobachten. In ihrer Abwesenheit führst du diese Handlungen aus, missachtest die Anwesenheit Allah Ta'alas. Oder? Das ist gemeint damit. Er soll nicht der geringere Beobachter sein. Deswegen sagt Allah Ta'ala: Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ma takunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was in Himmeln und was auf Erden ist? Es gibt kein Zwiegespräch unter drei, außer dass er ihr Vierter ist. Und keins unter fünf, außer dass er ihr Sechster ist. Und nicht weniger und nicht mehr, illa wa huwa ma'akum. Oder ma'ahum. Illa wa huwa ma'ahum. Aina makan oder ma'akum. Ma'ahum. Okay. Außer dass er mit ihnen ist, egal wo sie sind. Das ist der Ihsan. Das zu beachten, danach zu leben, das ist der Al-Ihsan.